Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um Rohkost, Schokolade. Geht ganz einfach und schnell. Ich sag euch einfach, wie ich das gemacht habe. Ich muss euch das nicht unbedingt zeigen. Geht ganz easy. Also, ich habe einfach 200 Milliliter Kokosöl genommen, das flüssig gemacht im Wasserbad. 200 Milliliter Cashewmus, 2 Esslöffel Dattelsirup, 2 Esslöffel Kakaopulver. Ein bisschen Zimt, ein bisschen Salz habe ich verrührt im Mixer. Alles zusammengemixt. Genau. Und dann habe ich noch ein paar Heidelbeeren reingemacht. Genau, dass das ein bisschen fruchtiger ist. Ja, und das tut man dann in ein Gefäß und kann das dann in den Kühlschrank stellen. Ja. Und ich sag mal, weiß nicht, ich habe es jetzt eine Stunde drin gelassen. Und dann kann man das schon essen, ja. Das Kakaoöl, Kokosöl. Das Kokosöl wird natürlich wieder flüssig, wenn man diese ganze Sache wieder ins Warme gibt. Also am besten kalt genießen. Ja. Und jetzt seht ihr ja gleich, ob es schmeckt oder nicht. So, Marlon. Du kennst die Schokolade ja schon ein bisschen. Ja, die ist total gut. Sehr schön. Das freut mich, ja. Ja. Schmeckt ja, okay. Toll. Schokolade am Morgen, finde ich super. Schokolade am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen.